sprach zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Osten wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass gekreuzigt werde. Des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Euch, wo dies Evangelium geht.
Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
essen Brot, traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Wo? Das ist mein Blut.
hatten, gingen sie hinaus von den Höhen.
Jesus zu ihnen. In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, die Schafe der Herde werden sie zerstreuen. Thank you.
Menschen wohnen in der Sünde Hände ihrer
er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu die Hände an Jesus und griffen ihn.
aus denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir so schickte, mir den 12 Legion Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muss also gehen. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Stangen mich zu fangen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Alle Jünger und flohen.
führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf das er sah, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf das sie ihn töteten und fanden keines. Thank you.
und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Ihr habt Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Da speierte sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Talk.
die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn hin und überworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was dir geschmust, das Mann, was dir kauften einen Töpfersacke darum zum Begräbnis der Pilger.
Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht. Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Ist wo der Jüdenkönig? Aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart die dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe, Barabbas oder Jesus, von dem gesaget wird, ihr seid Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatte. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesen Gerechten? Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt
Amen.
Thank you.
möchte die Apfelschale sein. Die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Gepriesen, gepriesen. Thank you.
da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn gingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Kreuz gezwungen sein, je mehr
da sie an die Stätte kam mit Namen Golgatha. Das ist verdeutschet Schädelstätt, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet. Und da es schmeckte, wollte es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Jüden König. Und da wurden zween Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Yeah.
nächsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, aber die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, halt, lass sehen! Was da geschah, erschraken sie.
zu sein, die da waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedient, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Joses, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Thank you.
wickelte ihn in ein Reinleinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folgend nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Ihr wisset.